Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Bezirksblätter Sommergespräche. Heute begrüße ich Sie nicht nur aus einem neuen Studio, sondern auch mit einem ganz besonderen Talkgast. Sie schafft es immer wieder, in einer doch eher von Männern dominierten Politwelt in Salzburg ihre Frau zu stehen und wurde so im vergangenen Jahr zur grünen Chefin des Landes gewählt. Schön, dass sie da ist, Astrid Rössler. Grüß Gott, danke für die Einladung. Gerne. Frau Rössler, Sie haben ja im vergangenen Jahr das Amt der Parteichefin von Cyrax Schweighofer übernommen. Er war ja 13 Jahre lang das Gesicht der Grünen in Salzburg. Wie groß waren die Fußstapfen, in die Sie da getreten sind? Die Fußstapfen waren schon ganz schön groß. Ist für mich auch eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Aber es ist aus meiner Sicht eine perfekte Übergabe gelungen. Einfach ein Übergang, der gut geplant war, mit sehr viel Wohlwollen und Unterstützung auch aus den eigenen Reihen begleitet war. Nun haben Sie ja ein Mediations- und Beratungsunternehmen, haben Rechtswissenschaften studiert und waren auch 10 Jahre lang in der Landesumweltanwaltschaft tätig. Woher rührt Ihr politisches Engagement? Also der Umweltschutz begleitet mich eigentlich seit meiner Ausbildung. Das war auch immer mein Anliegen, in diesem Bereich zu arbeiten, und seit 1988 bin ich in diesem Feld auch tätig. Dieses politische Interesse ist durch die Umweltarbeit sicher von Anfang an geweckt worden, aber dann begleitend einfach der Kontakt mit Bürgerinnen, mit Menschen, die sich an uns gewandt haben, mit vielen Bürgerinitiativen, denen inhaltliche Anliegen wichtig waren, warum sie sich an die Umweltanwaltschaft gewandt haben, aber sehr oft auch Unzufriedenheit oder auch Frust über die Behandlung bei Behörden oder auch mit der Politik. Und in dieser Kombination eigentlich ist beinahe zwingend, dass ich zu dem Punkt kam, wo ich sage, ich möchte eigentlich an diesen Stellen auch tätig sein, wo ich etwas bewirken kann, also direkt in der Politik, wo die Entscheidungen getroffen werden. Jetzt haben Sie gerade auch die Bürgerinitiativen angesprochen. Anrainerschutzverband Airport waren Sie Frontfrau, im Brennhof Lehn haben Sie sich eingesetzt, gegen die Deponie Großal haben Sie mitgestritten, erfolgreich. In welche Bürgerinitiative haben Sie am meisten Herzblut gelegt? Ich würde sagen, die erste Brennhof Lehn war das, was mich am meisten auch persönlich berührt hat. Aber eigentlich habe ich von den Bürgerinitiativen sehr viel gelernt, was privater Einsatz oder auch so dieses Dahinterstehen hinter einem Anliegen und dafür sehr viel auch in Kauf nehmen, auch Widerstände in Kauf zu nehmen. Also rückblickend, glaube ich, habe ich vieles von meinem jetzigen politischen auch Kampfgeist aus dieser langen Erfahrung mit Bürgern gewonnen. Ja. Jetzt haben Sie mit den Bürgerinitiativen und Demos doch für Aufregung gesorgt, und dennoch, laut einer Umfrage des Grazer Instituts GMK Anfang dieses Jahres, kennen Sie 55% der Wähler in Salzburg noch nicht. Noch geringer ist der Bekanntheitsgrad bei unter 35-Jährigen. Da kennt Sie sogar 80% der Wähler den Namen Astrid Rössler nicht. Wie wollen Sie das aufholen bis zu den Landtagswahlen 2014? Viel unterwegs sein, viele unterschiedliche Medien auch nutzen. Also gerade bei den jüngeren potenziellen Wählerinnen und Wählern, glaube ich, werde auch ich andere Medien gerne und verstärkt nutzen. Ich bin ein großer Fan von Facebook und anderen Social Media. Also das sind auch die Kreise, in denen sich unseren potenziellen Wählerinnen und Wähler verstärkt bewegen. Das halte ich auch für ein Medium, mit dem man eine andere Form von Politik betreiben kann, vielmehr auch auf wechselseitigen, auf Dialog, auf Einbeziehen, auch auf Meinungen einzuholen. Eine dieser Pläne ist zum Beispiel eine Online-Sprechstunde in der nächsten Zeit, das starte ich im Herbst. Also das sind Kanäle einerseits, mit denen ich nach außen gehe, aber auch natürlich andere Formate wie einzuladen zu bestimmten Themen, das Gespräch suchen, direkt unterwegs sein. Ich bin mit dem Fahrrad kürzlich im Flachgau bei einer mobilen Sprechstunde unterwegs gewesen. Also Dinge auszuprobieren, um in Kontakt zu kommen. 2014 stehen die Landtagswahlen an, wie gesagt. Die Grünen schafften bei der letzten Wahl 7,6%. Womit rechnen Sie 2014? Also ich bin optimistisch und auch zuversichtlich, dass grüne Politik die Menschen wirklich anspricht, dass unsere Themen die richtigen sind und dass auch unsere Vision von einem verträglicheren Lebensstil, von einem qualitätsvollen Leben, von einem guten Lebensgefühl und das nicht immer auf Kosten von anderen gehen muss, dass dieses Konzept die Menschen anspricht und dass wir zulegen, dass die Zeit für grüne Ideen viel mehr gekommen ist und dass sich das bei der nächsten Wahl noch zeigen wird.
Was sind die Grundsäulen dieses Planes? Also im Mittelpunkt muss auf jeden Fall stehen, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben können, weiterhin was Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch betrifft. Wir müssen erkennen, wo die Grenzen unseres Planeten Erde sind, dass ein Leben, so wie wir es jetzt führen, mit sehr viel Verschwendung begleitet ist und dass wir, wenn wir dort ansetzen und diesen Überschuss abbauen, dass wir ein sehr gutes, ein sehr qualitätsvolles, ein glückliches Leben führen können und das verträglich ist mit dem Angebot an Energie und Ressourcen, das uns zusteht. Mhm. Gut, zuerst der Olympiaskandal um Salzburgs Bewerbung für 2014, dann auch der Skandal um die Osterfestspiele. Welche Spuren hat das bei Ihnen im Zusammenhang mit den beteiligten Landespolitikern hinterlassen? Ich arbeite noch immer ganz fest daran, dieses Bewusstsein für mehr Kontrolle, mehr Transparenz, also zur täglichen politischen Arbeit zu machen. Das vermisse ich auch. Also das ist noch ein Bereich, wo ich glaube, dass wir uns als Grüne wirklich unterscheiden, dass wir dazu stehen und es auch leben und wirklich als Einzige konsequent einfordern, dass in allen Bereichen, wo die öffentliche Hand beteiligt ist, also nicht nur in der Verwaltung, natürlich in allen politischen Aktionen, auch in einer Art Vorbildwirkung, Politik muss sauber und glaubwürdig sein und anständig und dass man das auch wieder zurückgewinnt, dieses Vertrauen. Und da glaube ich schon, dass wir als Grüne das wirklich vorleben und dass wir auch dafür stehen, dass wir eine aufrechte und wirklich anständige Politik auch mal machen. Die Grünen stehen ja auch ganz klar für saubere Energie und dennoch sind sie meistens die Ersten, die aufschreien, wenn es um Wasserkraft beispielsweise in der Salzach oder in der Mur geht. Wie passt das zusammen? Das ist für mich absolut widerspruchsfrei, denn auch Energiegewinnung muss sich an den Grenzen unserer natürlichen Ressourcen orientieren. Und das heißt, dass auch in dem Bereich, Sie haben Wasserkraft angesprochen, auch hier sind wir begrenzt. Also wir können unsere heimischen Flüsse nicht zu 100% ausbauen mit Kraftwerken, weil das die ökologische Funktion, weil das auch die wichtigen Aufgaben, die Fließgewässer für uns, für unsere Trinkwasserversorgung, auch für Biodiversität, dem Artenschutz, dem allen, diese Funktionen sind bereits sehr stark beeinträchtigt. Und die Frage ist, wo ist die Ausbaugrenze? Und ich bin wirklich der Meinung, dass wir diese Ausbaugrenze in Salzburg bereits erreicht haben. Die Salzach liefert sehr, sehr viel Strom bereits für den Salzburger Haushaltsbedarf und auch für den gewerblichen Bedarf. Auch andere Kraftwerke. Salzburg ist wirklich gesegnet, auch mit den Erträgen aus der Wasserkraft. Aber wir können nicht unbegrenzt auch dieses Potenzial nutzen. Es gibt eine wichtige Studie, dass wir mit der Verbesserung der bestehenden Anlagen noch einmal erheblich mehr Strom gewinnen können. Also vorrangig verbessern das Bestehende und natürlich Verschwendung abzubauen. Also wir wissen auch im Energiebereich in Salzburg, dass ein sehr großes Einsparpotenzial besteht. Sehen Sie sonst noch Alternativen zur fossilen Energie in Salzburg, die wir lukrieren können, beispielsweise Windräder? Windräder ja. Salzburg hat nicht so eine bevorzugte Lage wie vielleicht Ostösterreich, aber es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Standorten, die unbedingt weiter verfolgt werden sollten. Auch maßvoll einige Referenzanlagen einmal zu schaffen und Erfahrungen zu sammeln. Wie ist das mit den Erfahrungen, gerade was Zugvögel betrifft? Auch da etwas mehr mit Vorsicht und vorausschauend, also nicht so hurra und jetzt da haben wir das neue Rezept gefunden. Wir müssen schon auch überlegen, wie wir beim Energieverbrauch sparsamer werden und den Überschuss und die Verschwendung einfach eindämmen. Sonnenkraft natürlich, also alles das, was aus thermische und auch Photovoltaik möglich ist, da ist ein unglaublich großes Potenzial, was leider noch immer nicht genutzt wird in dem Ausmaß in Salzburg. Ihre regelrechte Passion für Umweltthemen kann ja nun nicht jeder so ganz teilen. Wie geht es da Ihrem Mann? Sie bezeichnen ja Ihren Mann Raimund als Ruhepol mit der anderen Sicht der Dinge. Kann er Ihnen inhaltlich auch immer folgen? Mit wenigen Ausnahmen ja. Also im Moment meine Leidenschaft für vegane Ernährung zum Kennenlernen und zu schauen, also was heißt das? Da ist er noch nicht so leidenschaftlich wie ich. Auch so meine Experimente, oder ich habe Kontakte zu der jungen Gemeinschaft Waste Diver. Das Thema Lebensmittelverschwendung, also
er würde mich nicht begleiten, wenn ich jetzt einmal so eine Tour mache und so ein bisschen experimentiere, was ist jetzt wirklich bei den Supermärkten in den großen Mülltonnen, wie viel Brot landet dort. Aber er teilt uneingeschränkt alle meine Ziele und auch so das Modell oder auch was wir an Energiesparen zu Hause machen, da unterstützt er mich mit allen Möglichkeiten, wie man eine grüne IT in einem Haus, ein Netzwerk, also diese Dinge, da ist er Feuer und Flamme und da habe ich großen Rückhalt bei ihm. Ganz ehrlich, was war bislang Ihre größte Ökosünde? Meine größte Ökosünde? Ich muss gestehen, das ist wahrscheinlich doch immer, dass ich noch immer Flugreisen mache und sehe das auch als Kompromiss. Dazu kann ich auch stehen, weil auch wir Grüne leben in diesem Spannungsfeld von gewissen Ansprüchen, aber auch zu wissen, dass wir mit allen unseren Handlungen gewisse Auswirkungen verursachen. Ich habe allerdings jetzt bei der Universität für Bodenkultur, bei der BOKU Wien, ein sehr interessantes CO2, so ein Emissionsausgleichsmodell gefunden, wo man zum Beispiel für eine Flugreise oder auch für den Jahresstromverbrauch eine Art Zertifikat, CO2-Zertifikat kaufen kann und damit ein bestimmtes Projekt unterstützt. Und das halte ich für einen akzeptablen Kompromiss, auch um sein eigenes Verhalten bewusst zu machen, wie viel ist das, was ich mit einer Reise oder was ich mit dem Heizungsbedarf eines Jahres verbrauche. Und das kann ich sozusagen für ein Projekt ganz gezielt widmen. Das sind keine großen Beträge. Bei uns war es für den Jahresheizbedarf waren das vielleicht knappe 100 Euro. Und das ist trotzdem ein Betrag, der in ein Projekt fließt. Mhm. Nun haben Sie Lebensmittel gerade auch angesprochen. Familien aller Bezirke engagieren sich im Rahmen der Bezirksblätterprojekte Wir essen nur Regionales. Haben Sie davon schon gehört und wäre das auch was für Sie? Ich halte es für eine tolle Idee, unbedingt zu fördern, also gerade Regionalität, auch von den Transportwegen, von dem Produktionsaufwand, ist eines der wichtigsten Anliegen, auch um gerade im Bereich der Ernährung den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Sehr unterstützenswert und wird, glaube ich, auch als eine von grünen Ideen am schnellsten sich verbreiten, weil es einleuchtend ist, dass wir dort, wo wir die Lebensmittel produzieren, sie natürlich auch regional verteilen sollten. Mhm. Nun wissen wir, dass Sie von Kindheit an sehr tierlieb sind. Sie haben als Kinder mal mit einer Maus gespielt und wurden gebissen. Und statt fortan Mäuse zu meiden, sind Sie draufgekommen, Spitzmäuse beißen nicht. Ist das Ihr politischer Stil, dass Sie sich nicht einfach so ausbeißen lassen? Natürlich, genau. Also ich suche in Erfahrungen die Erkenntnis, was lerne ich daraus, wie muss ich es besser machen. Die Mausegeschichte halte ich schon für typisch. Ich hatte auch als Kind Angst vor Spinnen und im Laufe der Jahre war für mich auch wichtig, wie gehe ich damit um, woher kommt das? Und ich bin inzwischen auch zu einem quasi Spinnenfan geworden. Also mit dem Kennenlernen, mit dem Wissen, was ist auch der Wert oder das Besondere einer Sache, lernen wir oft auch mit Hindernissen anders umzugehen. Nun haben die Grünen viele Ideen, aber das muss ja auch fortgetragen werden. Die SPÖ hat als Jugendorganisation Jusos, ÖVP haben die JVB, die Blauen haben die RFJ. Wie schaut es aus mit dem grünen Nachwuchs? Der grüne Nachwuchs ist auch bei uns in verschiedenen Gruppen bereits organisiert und besteht auch. Grüner Nachwuchs heißt natürlich auch, dass wir die Infrastrukturen brauchen, um sie regelmäßig zu betreuen. Wir kommen leider noch nicht in die Regionen in diesem Ausmaß. Das ist etwas mehr auf den Salzburger Zentralraum beschränkt. Aber was mich sehr freut, ist, dass wir für Gemeinderatswahlen immer wieder sehr junge und sehr engagierte Kandidatinnen und Kandidaten finden und auch derzeit tätig haben. Und deshalb mache ich mir jetzt darüber eigentlich nicht wirklich Sorgen, weil wir wissen, dass ein großes Interesse und auch bei Veranstaltungen sehr viel Zuspruch da ist. Mhm. Nun haben Sie die Zeichen der Zeit ja erkannt und nutzen junge Medien quasi als Megafon. Sie haben sogar einen eigenen Webblog. Wie funktioniert der? Abgesehen davon, dass es halt auch Zeit kostet und ich diese ganzen Instrumente einfach auch persönlich betreue und merke, wo halt auch die Grenzen sind, dass man regelmäßig und auch alle Medien gleichzeitig bedient. Also
Twitter hat andere Funktionen als Facebook und Facebook ist wieder was anderes als der Blog. Also das gezielt einzusetzen, interessiert mich aber und ich, so gut ich kann, betreibe ich es auch. Es macht auch Spaß, das damit zu hantieren und auch Erfahrungen zu sammeln. Nun gibt es auf diesem Blog die Funktion, Kommentare zu schreiben über Ihre Beiträge. Nur leider tut das irgendwie keiner. Wenig, ja. Wenig. Ist das kennzeichnend für Salzburg, dass sich die Salzburger nicht die Mühe machen, zum einen eine Meinung zu haben und zum anderen, wenn sie eine hätten, diese nicht zu kommunizieren? Allenfalls auch über andere Kanäle. Also bei mir, die Hauptkommunikation hat sich eindeutig über Facebook und E-Mail verlagert. Also wir bekommen zum Beispiel auch ganz wenig Zuschriften über Post, hin und wieder Postkarten oder mal ein Brief, aber das ist wirklich sehr vereinzelt, das hat sich verändert. Eher sogar das Telefon ist rückläufig, weil sich quer durch alle Altersschichten inzwischen das E-Mail sehr verbreitet hat, was ich erfreulich finde, weil es sehr komfortabel ist. Es gibt mir auch die Möglichkeit, zu den Zeiten dann zu antworten, wenn es für mich leichter möglich ist und auch mir die Zeit zu nehmen dafür. Aber trotzdem ersetzt es nicht den direkten Kontakt. Also ich möchte nicht mich reduzieren auf den rein schriftlich oder diese Medien. Mhm. Direkten Kontakt hatten jetzt ja die Flachgauer aufgrund der Initiative am Airport. Die Tennengauer kennen Sie von Brennhoflehen, die Pongauer, da haben Sie mit der Deponie Großal mit Ihnen mitgestritten. Lungau ist Mur aktuell. Mhm. Warum sollen Sie die Pinzgauer kennen? Die Pinzgau. Kraftwerk Gries ist derzeit ein schwieriges Projekt, vor allem auch jetzt konkret, was die Verkehrslösung betrifft. Ich glaube auch, dass in Pinzgau das Thema Verlängerung von S-Bahn ein wichtiger Punkt wäre. Verkehrsthemen werde ich sicher im kommenden Jahr verstärkt zu einem Schwerpunkt machen und mit Verkehrsthemen, glaube ich, auch erreiche ich alle Bezirke, weil es in allen Bezirken gleich wichtig ist. Mhm. Wo hapert es da am meisten in Sachen Verkehr? Am fehlenden politischen Willen, das umzusetzen, was bereits in allen Konzepten fixiert ist. Also wir haben die Programme, wir haben klare Ziele und Vorgaben, wir wissen, dass die Mittel knapp sind und jetzt geht es daran, wirklich konsequent das auch umzusetzen. Also bis in den ländlichen Raum nicht auszudünnen, die Verbindungen. Ich bedauere das sehr. Also jeder Bus, jeder Zug, der wieder eingespart wird, heißt, dass wir damit den Menschen die Möglichkeit nehmen, auf öffentliche Mittel verstärkt umzusteigen. Also auch ein klarer Auftrag für Wilfried Haslau, der Verkehrs. Natürlich, ja. Auf Ihrem Blog habe ich noch sehr interessante Infos gefunden, unter anderem auch Ihr leicht verständliches Beispiel von gelebtem Natur- und Umweltbewusstsein, das verträgliche Maß, ein guter Tag hat 100 Punkte. Erläutern Sie uns das bitte. Ich bin schon lange auf der Suche gewesen, wie kann man verträgliches Leben bemessen, also nicht so kompliziert wie viele Tonnen CO2 oder so, sondern wie kann man allgemein verständlich dieses jedem so eine kleine Hand, an, also eine Anleitung geben, wie man lebt mit geringen ökologischen Auswirkungen. Und dieses Konzept, ein guter Tag hat 100 Punkte, bewertet alles relativ, oder rechnet das relativ einfach um in so eben einzelne Punkte und wenn ich schaue, wie viel 2 Kilo Erdäpfel oder was ist mein Heizbedarf oder auch meine Mobilität, dann kann ich in einem einfacheren Punktesystem einmal sehen, was ist mein Tag, also wie hoch sind die Auswirkungen, die ich an einem Tag lebe. Und dieses Modell, das aus Schweiz Vorarlberg entstanden ist, lebt das eigentlich auf einem recht einfachen Niveau und wenn man sich einmal die Zeit nimmt und da so einen Tag ausfüllt, ist es doch erstaunlich, wie schnell man auf relativ viele Punkte kommt, aber wie groß die Einsparpotenziale sind. Also ich sehe dann überall mit Alternativen, dass ich wesentlich sparsamer auch leben kann. Können Sie da konkrete Beispiele nennen? Ernährung zum Beispiel. Also wann immer ich Fleischkonsum eintippe, wirft das mein Punkteprogramm ziemlich durcheinander. Also das wissen wir bereits, dass Fleisch in der Ernährung einen sehr starken oder großen ökologischen Fußabdruck hat und dass wir daher sehr deutlich sparsamer mit unserem Fleischkonsum sein sollten. Mhm. Steht ja der Politherbst an. Was ist der größte Brocken für Sie, dem Sie sich jetzt widmen werden?
derzeit das Thema Verkehr. Wie kommen wir in Salzburg inhaltlich zu einem besseren Verständnis und auch zu besseren Lösungen, was gesamtheitlich der Verkehrslösungen betrifft, aber auch den politischen Stil, wie diese Themen diskutiert werden. Es macht mir Sorge, es macht mich betroffen, dass in der Stadt Salzburg so eine derzeit sehr konfliktreiche, feindselige Stimmung zu dem Thema ist. Ich halte es auch in meinem politischen Stil hart zur Sache, aber weich zur Person. Also ich würde nie Personen dermaßen persönlich diffamieren, wenn ich mit einem politischen Handeln nicht einverstanden bin, wie das hier geschieht. Und ich glaube, dass das weder ein taugliches Modell ist, dass wir dass diese beteiligten Politiker vorleben, den Menschen. Wir sollten uns, wenn unterschiedliche Meinungen da sind, doch es immer wieder schaffen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, das zu diskutieren und nicht über die Kanäle, die derzeit eben genutzt werden. Da wünsche ich mir, dass auch das Land seine Rolle ernst nimmt. Es ist immerhin der Landesverkehrsreferent, der hier sich angesprochen fühlen sollte, auch der Umweltreferent. Ich vermisse diese ressortübergreifende Kooperation sehr in der Landesregierung. Ich wünsche mir, dass hier alle Parteien, aber auch alle zuständigen Ressorts wesentlich offensiver sich dem Verkehrsthema widmen und das auch verantwortungsvoll in Angriff nehmen. Mhm. Frau Rössler, dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vorher habe ich aber noch für Sie, wie für alle Bezirksblätter Sommergesprächsgäste, 10 Schnellfeuerfragen vorbereitet. Okay. Ich beginne einen Satz und Sie führen ihn bitte fort. Ich bin heute hier, weil ich eingeladen wurde zu einem Sommergespräch über meine politischen Vorstellungen. Ich frühstücke Müsli und Chai-Tee. Mein größtes Hobby ist Stricken. Wirklich wichtig in meinem Leben ist meine Kinder, meine Enkelkinder. Mein größter politischer Erfolg war, dass ich die Chance bekommen habe, in den Landtag zu kommen. Ja. Mein politisches Vorbild ist Eva Klawischnik. Nur die Grünen bieten dem Volk eine Vision für ein schönes, gutes, faires Leben. Mich ärgert so gut wie gar nichts. Mir imponiert Mut. Und wenn ich noch mal 20 wäre, dann würde ich sofort in die Politik gehen. Frau Rössler, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre netten Ausführungen und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Energie für Ihre grünen Bemühungen. Vielen Dank. Sie, liebe Zuseher, können diese Sendung noch im laufenden Programm von RTS oder auf www.rts-salzburg.at ansehen. Infos dazu gibt es auch in allen Bezirksblättern oder auf www.meinbezirk.at. In der nächsten Woche begrüße ich Landeshauptmann-Stellvertreter Wilfried Haslauer. Ich freue mich, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin. Wir sehen uns.